Hallo, herzlich willkommen zurück bei Lego Worlds. Ich weiß nicht, warum ich ein Zauberer bin. Ich weiß nicht, warum ich hier plötzlich neben einem Schneemann stehe. Ich hatte mein Aussehen eigentlich komplett anders. Und jetzt stehe ich hier inmitten dieser Ecke. Ah, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich bin. Es ist etwas sehr Dummes passiert. Ich habe zwei Lego Worlds Folgen gelöscht. Einfach so, zick, zack, gelöscht, weg sind sie. Ich hatte ein paar wirklich coole Dinge gemacht und gesehen. Aber ich versuche euch die jetzt in dieser Folge noch ein bisschen begreiflich zu machen. Lasst euch überraschen von den Dingen, die ich erfahren und gesehen habe. Zum Beispiel, ups, zum Beispiel seht ihr hier diesen Krater. Den habe ich gemacht mit einer gar wunderbaren Maschine. Ja, die werde ich euch noch zeigen. Und ich habe auch ein nettes Haustierchen gefunden. Ich habe einen Bauernhof gefunden. Ich habe einen Trecker gefunden, mit dem ich durchs Land geflogen, naja, gefahren bin. Ich habe sehr vieles gemacht. Muss man gerade gucken. Ich habe gehört, mit dem hier kann ich irgendwas machen. Ach, genau. Feuerbälle. Dings. Das ist doch mal cool, oder? Das ist doch mega cool. Oh, es gibt viele coole Dinge. Gucken wir uns das doch mal kurz an. Moment, jetzt muss ich mal gerade hier wieder mich reinfinden. So, genau. Werkzeuge. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich hatte hier nämlich ein paar Kreaturen. Zum Beispiel einen Drachen. Oh nein! Kostet 10.000. Shit. Aber ich hatte zum Beispiel auch noch ein cooles Fahrzeug. Nämlich hier den coolen Coles Powerbohrer. Und der ist richtig geil, Leute. Jetzt müssen wir erstmal das hier alles wieder zumachen. Wie ging das nochmal? Fahren, denken, bla bla bla. Kamera drehen, Gelände graben. Ach so, mit der Leertaste nach oben graben. Lumsch gedrückt halten. Nach unten graben. Lstrick gedrückt halten. Links umschalten. Okay, also bohren wir jetzt erstmal natürlich hier die Bäume weg. La la la. La 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 la. La la la. Bin ich. Hilfe! Jetzt haben wir aber schon ein ganz schönes Stückchen hier. Oh, was bin ich für ein böser Kerl, oder? Ich bin ein böser Zauberer. Ups. Da drin geht das kaputt. Das ist uncool. Jetzt geht's ja aber, jetzt geht's ja aber rund. Hilfe. Ich muss raus. Kostet mich ja nichts, wenn ich das Teil neu mache. Oh shit. Ich bin gefangen im Lego, in der Lego-Hölle. Krasse Action. Ich bin voll gefangen hier, ne? Seht ihr das? Scheißdreck. Hallo, was machst du denn, Junge? Schwimm mal weg. Komm mal mit deinem Leben klar. Ja, das bringt natürlich die Framerate nach unten, weil hier irgendwie gerade gar nicht so richtig läuft, so wie es laufen soll. Sag mal, was machst du, Zauberer? Na endlich. Oi. Da haben wir aber was gemacht. Hm. Wo waren wir denn jetzt? Wo ist unser cooler Tunnel? Ich bin ja irgendwo rausgekommen. Also, ich muss sagen, Lego Worlds ist noch nicht so ganz ausgereift. Kann das sein? Es fehlt noch so ein bisschen was, ne? Zum Beispiel hier die Lebensanzeige ist völlig irrelevant, nicht wahr? Braucht kein Mensch. Weil, wenn ich tot bin, bin ich direkt wieder da. Was soll's? Ich verliere höchstens ein paar Glitzis, wollte ich gerade sagen. Ach, guck mal, wie schön. Eine Truhe. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne? Du Halunke. Ah, wisst ihr aber, was wir jetzt machen?
Jetzt holen wir uns natürlich ihn hier. Der ist cool. So. Jetzt wollen wir doch erstmal sehen. Das Bild ist auch ganz schön matschig, ne? Und zwar nicht nur hier im YouTube-Video, sondern auch im Original. Die Auflösung ist ganz oben. Allerbeste Bildeinstellung, die es nur gibt. Trotzdem sieht es irgendwie alles ein bisschen verwaschen aus. Na gut. Jetzt fliegen wir erstmal mit unserem Drachen dahin, wo ich mit dem coolen Bohrer was gemacht habe eben. Ich kann mit dem übrigens Feuer speien. Das ist geil. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen auch, ne? Ich würde nämlich jetzt gerne wissen, auf welchem Weg ich ursprünglich war. Wow. Ain't that cool? Ist das nicht cool, Leute? Jetzt geht's richtig hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gibt es wieder Sachen zum Einsammeln. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Eine Map wäre auch nicht schlecht. Wir gehen mal hier runter. Oh, eine Ziege, wie süß. So, ich wollte mal meine Macht demonstrieren. Da hinten auch hin. Padauts! Na toll, das war aber unspektakulär, oder? Hier, den Baum. Zack! Zack! Der böse Drache, verflucht reins. Es kostet mich auch nichts, den jetzt mal herbeizurufen. Das ist richtig cool. Oh, ein Skelett. Ja, mach dich vom Acker, du. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Das ist sein letztes Stündlein hier. Das ist ja wohl mal klar. Alter. Der greift mich an, obwohl ich auf dem Drachen bin. Das ist aber mal, das ist mal mutig. Das ist Mut oder Dummheit. Patsch. Da war's. Ne, der lebt ja immer noch. Also das ist ja nicht zu glauben. Kannst du den mal kaputt machen? Warte, was sind denn das für Feuerbälle? Ey. Aber auf jeden Fall cool, oder? Will man hier so ein Loch nehmen? Hallo? Nee, nee, gegen Unbesiegbare kämpfe ich nicht. Was haben wir denn da hinten? Wir fliegen in die Lava. Was macht nichts. Guck mal, meine Herzen sind immer noch gut. Ja, okay. Was ist das da hinten? Wir genießen die Aussicht. Erfreuen uns an diesem legotastischen Universum. Übrigens, ich habe den Drachen nicht bei Blaze Lifehammer gesehen. Hatte irgendwer geschrieben. Ich habe den im Trailer gesehen, im Trailer zum Spiel natürlich. Da habe ich gesehen, oh, es gibt einen Drachen, den muss ich finden. Und das habe ich. Der latschte da so ganz gemütlich am an einem Bauernhäuschen vorbei. Oh, eine Pagode. Aber bevor ich die Pagode mit meinem coolen Drachen zerstöre, werde ich erstmal gucken, ob es darin noch einen schönen Schatz gibt. Denn, das muss man sagen, es gibt ja immer noch viele Sachen zu entdecken, ne? Pratsch, da spratzt es weg. Ups. Ach, da sind wir schon auf dem Boden. So, warum sehe ich eigentlich wieder aus wie ein Zauberer? Ich möchte kein Zauberer sein. Ging das nicht random? Ah, nee, Quatsch, das war bei der Charaktererstellung, genau. Ach, da bin ich doch wieder. Das ist es doch. Nein. Nein. No. Das war doch mein Charakter. Na gut.
So. Der sieht aber dekadent aus. Mann, ich hatte mir einen coolen Charakter gemacht. Wie süß. Ah, nee, wie niedlich. Oh, Uga Uga. Guck mal da hinten. Den machen wir doch jetzt mal platt, oder? Oder sind wir befreundet mit dem? Sind wir aggressiv oder offen, oder defensiv? Wir sind jetzt, Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist die Qual der Wahl. Ja, wir sind ein Skelett mit Zaubererhut. Und Holzfällerhemd. Hallo. Hallo, junger Mann. Ich möchte mit Ihnen über Gott reden. Sofort. Ach komm, wir gehen in die Pagode. Da wollte ich ja ursprünglich hin. Mal gucken, vielleicht gibt es ja was Interessantes zu entdecken. Oh, das ist wieder ein Schätzelein. Gehst du mal rein da? Er will nicht. Hehe, wundervoll. 3000. Ach, guck mal, hier ist ja noch was vergraben. Ah, tricky. Dann geh hoch. Oder so. Oh, eine große Schatztruhe. Sehr gut. Wow, war das eine Pistole? Oh, jetzt wird's geil. Jetzt wird's aber richtig gut. Jetzt. Pistole, ich werd verrückt. Yesy boy, jetzt geht's aber ab hier. Hallo? Warum macht er denn hier nicht, Ich dachte, der wird hier auch die Umgebung damit zerschießen. Das wäre natürlich auch cool, ne? So, gehen wir mal runter. Ich bin ja eh unzerstörbar quasi. So, was waren das hier für Geräusche? Cool. Das ist ja cool. Ich kann auf die Sachen draufschießen und bekomme das dann automatisch. Das ist ja so ein bisschen wie Tontauben schießen. Piu! Wo ist denn der Höhlenmensch? Oh, wäre das böse, wenn ich jetzt den Höhlenmensch einfach erschießen würde? Ist das ja wieder eine Eiswelt? Peng, peng! Ich komme. Wo sammle ich denn hier die ganze Zeit was ein? Mach doch nichts. Egal. Ich bin ein böser Kerl. Als erstes erschieße ich eure Fluchtmöglichkeit. Na gut, geh ins Meer. Geh ins Meer. Oh. Ich bin so böse. Aber, davon mal abgesehen, liebe Leute, was hat das Ganze hier noch für einen Sinn? Oh, da steht wieder ein Flugzeug, schön. Oder bin ich hier wieder am Anfang? Wo meine Reise damals startete? Ne, wahrscheinlich nicht. Das kann nicht sein. Boah, auf dem Eis läuft es sich auf jeden Fall sehr schlecht. Was ist das denn hier? Halt. Da ist ja wieder der Eisbär. Hallo. Und den wollen wir direkt in unserem Inventar haben, indem wir einmal kurz auf ihm reiten. Juhu. Boah, der geht ab wie Schmitz Katz. Alter. Was ist das? Ups. Ein Hubschrauber. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Ein Hubschrauber.
Ist das wirklich einer? Ja, es ist einer. Oh, damit fliegen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.